So, und da bin ich auch schon wieder. Und jetzt dürfte keine Unterbrechung mehr sein. Aber von der Unterbrechung her, ich habe gerade mal die Zeit ausgerechnet, passt das für Part 1. Nehmen wir jetzt den nächsten Part. So. Was haben wir denn hier noch? Hier war der auch irgendwo. Da. Waren das schon alle? Ah, hier. Ja, das ist halt jetzt nicht Zeitlimit. Oh, shit, ich hab ein Zeitlimit. Machen wir jetzt aber erstmal hier aus dem Staub. Ich habe ja Zeitlimit hier irgendwie. Falsche Richtung, scheiße. Zoros Hinrichtung naht. Also erstmal weg vom Acker hier. Hier. Jetzt, geschafft. Puh. の権力の前には勝つ同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だから こんなところでくたばるわけには。一体何者。
Da war aber eigentlich ihn. Das, was er hatte, hatte eigentlich einen grünen Griff. Möchte ich jetzt sagen. Nee, das, was er hatte, das weiß er, genau. Von seinem Meister. So, okay. Okay. Oh, das ist alles befreit. Oh, hier geht's. Fünferkill, geile Sache. Ah, da kommen da schon wieder welche. Okay.
Ist da ein Fragezeichen? Ah, Schatz entdeckt. Okay. Dann können wir jetzt zum letzten. Kann ich die auch kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Aber hier ist noch was. Da.
Okay. Endboss. コビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。偉い人間がやることは全て魂だ。身分も低い。しょうもねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。Oh, was ist das? ピストルがダメなら切り殺せ。 ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。 実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は避ける。じゃ、行く。え、行きましょう。ちょっと待って、待ちたまえ君たち。 俺、ルフィさん、まさか。やめてくださいよ。やったな、この野郎。Ja, das ist alles der Anfang. わざとか。また頼ってしまった。僕を海軍に入れてください。 Und die Bienen machen sich auf den Acker. Das ist 1:1 die Story. Finde ich geil. Finde ich geil. S-Rang, okay. Levelaufstieg, okay. Neue Taktik. Ah, okay. Neu, okay. Möchten Sie automatisch ein... Aha.
Okay, okay, okay. Berry Shop, okay. Okay, ich habe jetzt den Berry Shop freigeschalten. Oh, das werde ich garantiert nochmal mit einem Kumpel machen, denn. Dass wir hier nochmal zusammen das machen. Geile Sache. Also das will ich auf jeden Fall noch mit einem Kumpel machen. Freies Lock. Wo ist denn hier der Berry Shop? Das Abenteuer beginnt. Okay. Also würde ich sagen, jetzt für die beiden Videos ist jetzt erstmal Schluss. Und ja, wir haben uns jetzt mal das erste Level angeguckt und dann werden wir uns demnächst noch online angucken. Aber ich gebe jetzt schon mal mein Fazit ab. Also ich finde es geil, es ist wirklich die komplette Story, auch mit den Texten und so, wie aus der Story. Ich habe jetzt eher gedacht, das geht jetzt in einer neuen Welt jetzt los. Nee, es geht direkt wieder von Anfang an los. Die Grafik haben sie wirklich extrem nach oben geschraubt. Also wenn man wenn man den Unterschied zwischen der PS3 und der PS4-Version kennt. Sieht es jetzt hier jetzt nicht mehr so kantig, also es sah schon in der PS3 nicht so kantig aus, aber man hat so hier und da schon so Sachen gemerkt. Und die haben sie hier auch nochmal schön weggebügelt. Die Übergänge und die Videos finde ich geil. Ist leider wieder mal komplett Englisch. Ich würde mir wünschen, wenn es endlich mal One Piece und so und Naruto in Deutsch geben würde für uns Deutsche und nicht einfach nur importiert und ein paar deutsche Texte drin, sondern mit den Originalstimmen. Das würde mir gefallen. Das wäre natürlich mal wieder mega geil, aber es scheint wohl nicht das Publikum da zu sein, dass sich das lohnt. Ich weiß es nicht. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr schade. Aber an sich ein schönes Spiel. Es ist jetzt natürlich nicht One Piece, wie wir es kennen, vom letzten her, wo man halt so Quests macht und so. Hier ist es einfach nur ein simpler Prügelspiel. Geh von A nach B, mach dies, mach jenes und hau dabei alle Gegner platt. So wie in der Serie logischerweise auch. Aber hier so halt im Dynasty Warrior Stil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Online-Modus ist. Wenn wir jetzt zu zweit spielen, ob das denn auch per Splitscreen sein wird. Ob das, ob ich meinen Bildschirm habe und derjenige, mit dem ich spiele, den anderen Bildschirm hat. Also bei sich den Bildschirm hat, ohne dass es geteilt ist. Oder, na, da bin ich mal gespannt, wie das denn ausfallen wird. Und wie das aussieht und ob man da auch vernünftig zusammenarbeiten kann. Oder ob man ob es vielleicht schwerer wird mit Gegner, ja, ich weiß es nicht. Werden wir uns überraschen. Ich werde da schnellstmöglich versuchen, da den Online noch für euch zu machen. Aber den haben wir schon gemacht. Auf jeden Fall für One Piece Fans und für ja, man die Story so schön durchgehen kann. Einfach mit Waffi so ein bisschen durchgehen kann und so ein bisschen rumprügeln kann, ohne großartig auch zu machen. Beachten nur das, wenn Zeit abläuft und sowas. Aber sonst wirklich ein schönes Spiel für einen Abend. Man braucht wirklich nicht viel denken, man muss einfach das befolgen, was die sagen, prügeln und fertig ist. So kann es auch mal sein. So ist doch mal ein schöner, entspannter Abend. Man muss nicht so viel nachdenken. Ja, ich bin mal gespannt mit diesen Berries und so, wie das denn noch läuft, mit dem Berry Shop und so. Ich muss mir ja erstmal ins Spiel so ein bisschen rinfuchsen. Und dann werde ich ja mal sehen, wie da noch so weitergeht. Wir haben hier unten noch Galerie, sehe ich gerade. Was haben wir denn da? Und dort hinten sind alle Piratenfahnen. Franky hat eine eigene Piratenfahne. Charakter. Aha. Corby. Ah, Corby and Ed. Aha.
Also das ist hier oben Trafalgar Law. Die Transen Queen. Shanks. Gold Roger. Wieso ist denn da kein Bild drin? Ne? Morgen? Was? Morgen? Mhm. Teufelsfrüchte. Ah, hier kann man auch alles nachlesen. Ist ja geil. Abenteuer. Achso, da kann man sich das alles nochmal angucken. Aha. Begladen. Aha. Was haben wir hier? Achso, das ist das, was ich entdeckt habe mit Corby. Okay. Aha. Finde ich gut. Song. Ah. Wir haben so jetzt Song hier drin oder was? Ist ja geil. Aber ich kann ihn auch leider nicht unterbrechen. So. Aber damit würde ich das jetzt auf jeden Fall erstmal verabschieden. Ihr seht, man hat auch noch viele Sammelobjekte. Man kann sich die im Nachhinein angucken, anhören und durchlesen. Auch mit den Teufelsfrüchten ist alles super erklärt, finde ich. Echt genial gemacht. Oh, da ist eine neue Attacke. Ja, ich bin so heiß auf die neue Staffel. Ich hoffe, die geht bald los. Ich verabschiede mich jetzt nun wirklich. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst zum Online-Modus. Da muss ich mir erstmal jemanden suchen, der das Spiel auch hat, mit dem ich das spielen kann. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin. Sagt euer Odin.